herzlich willkommen zum Podcast Die Kunst einfach zu bauen. Dein Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema einfach ein Haus bauen geht. Und ich danke euch, dass ihr hier dabei seid und freue mich über eure Kommentare und Fragen, die ihr mir über Facebook oder Instagram unter Carmen Knote schreiben könnt. Ich freue mich echt sehr und auch, dass ihr euch die Zeit nehmt und bei mir hier dabei seid. Und ich will euch heute etwas über die Kraft von Träumen erzählen. Ihr fragt euch sicherlich, was das ganze Thema mit Bauen zu tun hat. Ich will euch sagen, dass mich täglich Nachrichten von Menschen erreichen, die mir sagen, oh, das sind meine absoluten Traumhäuser, aber das wird wohl immer ein Traum bleiben. Und wenn ich dann nachfrage, ja, warum denn ein Traum? Warum kommst du nicht in Bewegung? Warum realisierst du es denn nicht? Dann kommen immer Antworten wie, ich bin zu alt, ich habe kein Grundstück, ich habe kein Geld und so weiter. Und ich trete hier an, um möglichst vielen Menschen den Weg aufzuzeigen, wie sie ihr Traumhaus bauen können. Auch du kannst das schaffen und ich werde es dir lernen, wie du es schaffen kannst. Der heutige Podcast soll all denen Mut machen, die am Zweifeln sind. Ich will euch ermutigen, an eurem Traum zu glauben. Noch vor 30 Jahren habe ich hinter dem eisernen Vorhang in der DDR gelebt. Und ich habe von irgendwoher ein amerikanisches Magazin geschenkt bekommen. Das war etwas sehr, sehr Seltenes, denn Printmedien mussten in die DDR geschmuggelt werden, wenn sie vom Klassenfeind kamen. Und auf dem Titelbild dieses Magazins war ein amerikanisches Blockhaus. Wunderschön mit einer großen Porch. Und ich liebte dieses Haus. Und ich träumte von diesem Haus. Und wie schön es sein musste, auf so einer Porch zu sitzen. Und ich dachte, so etwas werde ich nie haben und nie erleben können. Aber ich träumte trotzdem weiter und dieses Haus wuchs in meinen Gedanken. Und eines Tages fuhr ich zu einer Architektin im Nachbarort und bat sie, es zu zeichnen. Ich wollte es nachbauen. Sie sagte zu mir, Carmen, vergiss es, das wird nie genehmigt. Und ich sagte, doch, ich will es haben, ich will es machen, zeichne es mir. Aber mein Plan wurde natürlich vom Amt abgelehnt. In der DDR gab es nur zwei Haustypen, die man bauen durfte. Das EW61 und ein Flachdachhaus, dessen Namen ich vergessen hatte. Die gute Dame vom Amt sagte, sie bauen hier wie jeder oder gar nicht. Wir machen keine Ausnahme. Und ich war am Boden zerstört, dass ich nicht bauen darf, was ich gern haben möchte. Es gab allen Ernstes nur zwei Haustypen, die zulässig waren. Ein Einheitsbrei, der mich völlig depressiv machte. Doch das Bild dieses Hauses begleitete mich weiter. Ich hatte es zwar nicht mehr vor Augen und erstmal abgehakt, aber ich konnte es nie vergessen. Und dann kam das große Wunder der Wende, an das ich auch nie geglaubt hätte. Und alle Möglichkeiten standen mir offen. Und ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, 3 ganze Jahre jeden Sommer genau in solch einem Haus nahe der kanadischen Grenze mitten im Wald zu leben. Und ich habe die Schindeln selbst auf das Dach genagelt und die Wäsche zwischen den Bäumen aufgehängt und den Loons zugehorcht und auf der Porch gesessen, genau so, wie ich es Jahre zuvor geträumt hatte. Und ich habe bis heute viele solche Häuser mit großen Verannen gebaut, ohne dass ich Bauen je gelernt oder studiert hätte. Träume, meine Freunde, wären wahr. Ihr müsst nur von Herzen daran glauben. Und euer Traum muss unverhandelbar sein. Und ich trete hier an, um möglichst vielen von euch den Weg aufzuzeigen, wie ihr solch ein Haus bauen könnt. Ich habe es nie studiert. Ich habe es einfach gemacht und das seit fast 20 Jahren. Und wenn ich es kann, dann könnt ihr es auch. Ich kann es euch lehren. Glaubt an euren Traum. Ja, und woher kommen denn eigentlich Träume? Wir denken, sie kommen scheinbar wie aus heiterem Himmel. Doch sie kommen nicht aus dem Nichts. Gott, ihr könnt es auch Universum oder Feld aller Möglichkeiten nennen. Ich nenne es Gott, schickt einen Traum zu einem Menschen, der ihn empfängt und ihn respektiert, der ihm willkommen heißt, der ihn liebt. Wir empfangen den Traum und er kann in unseren Gedanken bleiben. Wir entwickeln ihn immer weiter. Vielleicht sofort, vielleicht viele Jahre später. Es liegt an uns, ihn zu empfangen, ihn wachsen zu lassen oder ihn abzulehnen und ihn zu vernichten. Träume sind die Saat des Erfolges. Wenn du ein winzig kleines Weizenkorn in die Erde legst, also ein Loch machst, es hineinlegst, mit Erde bedeckst, so wird daraus ein Halm und später eine kräftige Ähre, die dich ernähren kann. Oder wenn du eine Eichel legst,
sie in den Boden steckst, wird daraus eine stolze Eiche. So ist es auch mit deinen Träumen. Träume haben die Fähigkeit aufzublühen und zu gedeihen und Realität zu werden. Dieser Podcast ist das Ergebnis eines Traumes. Wenn du Träume hast, dann kannst du diese auch verwirklichen. Aber wir müssen dazu bereit sein zu träumen. Walt Disney wurde einmal gefragt, was das Geheimnis hinter Disneyland ist. Er hatte so viele Rückschläge, einen Nervenzusammenbruch, er ging bankrott. Und er antwortete auf die Frage, ich glaube an die Kraft eines Traumes. Oder ein Zitat von Goethe, frei übersetzt, was immer du tun kannst oder erträumst zu können, beginne es. Kühnheit besitzt Genie, Macht und magische Kraft. Beginne es jetzt. Oder auch ein tolles Zitat von T. Lawrence, also besser bekannt unter Lawrence von Arabien. Er sagte die wunderbaren Worte, alle Menschen träumen, aber nicht alle gleich. Die in der Nacht in den staubigen Winkeln ihres Gehirnes träumen, wachen am Tag auf und wissen, dass es nur Schäume waren. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen, denn sie können ihre Träume mit offenen Augen leben, um sie in die Tat umzusetzen. Wir müssen bereit sein, große Träume zu träumen und dürfen nicht zulassen, dass wir unsere Träume mit ins Grab nehmen. Lass es nicht zu, dass du irgendwann deinen Enkelkindern nur erzählen kannst, was du fast gemacht hättest. Ich will euch ermutigen, große Träume zu haben und nach diesen Träumen zu handeln. Aber was hält uns ab, nach unseren Träumen zu handeln? Ich will es euch sagen. Es sind Traumtöter. Traumtöter findest du überall. Sie sind die ganze Zeit bei uns. Traumtöter sind all die Dinge, die uns davon abhalten, unseren Traum zu leben. Und der erste Traumtöter ist die Angst. Ganz einfach Angst. Angst, es nicht zu schaffen, Angst, sich zu verschulden, Angst vor dem Scheitern, Angst, sich zu blamieren und was auch immer. Dabei sind die Menschen nur mit zwei Arten von Angst auf die Welt gekommen. Das ist die Angst vor lauten Geräuschen und die Angst vor zu fallen. Alle anderen Ängste sind in unserem Kopf selbstgemachte Ängste, die wir im Laufe der Zeit antrainiert haben. Und ich kann euch sagen, dass wir nicht einmal zum Zeitpunkt des Todes Angst haben. Da werden wir völlig ruhig. Ich habe 1990, als ich noch in der Bank gearbeitet habe, einen Banküberfall erlebt. Und ich lag mit mehreren Personen gefesselt auf dem Boden. Über mir kniete ein Mann, der sich gegen die Bankräuber gewehrt hatte und überwältigt wurde. Und ich hörte seinen schweren Atem an meinem Ohr. Und er sollte erschossen werden, regelrecht hingerichtet. Knall ihn ab, hörte ich und wartete auf den Schuss, der jetzt folgen musste, der entweder mich, ihn oder uns beide treffen konnte. In dem Augenblick lief mein Leben wie ein Film vor mir ab, wie eine Bilderserie, mit allen Details bis in die Kindheit. Und ich spürte eine unglaubliche Ruhe und einen Frieden in mir. Die Angst kam es später wieder und sollte noch Wochen und Monate anhalten. Bei jedem fremden Geräusch in der Bank bin ich zusammengezuckt. Ich war durch das Erlebnis konditioniert und es hat sehr lange gedauert, bis ich das überwinden konnte. Der einzige Ort, an dem Angst existieren kann, ist in unserer Vorstellung von der Zukunft. Sie ist ein Produkt unserer eigenen Fantasie und lässt uns Dinge fürchten, die in der Gegenwart nicht existieren und vielleicht nicht mehr existieren werden. Es grenzt an Wahnsinn, aber versteht mich nicht falsch, die Gefahr ist sehr wohl real, aber die Angst ist immer eine Entscheidung. Wir müssen daran glauben, dass Gott uns keinen Traum geben würde, den wir nicht erreichen können. Wir müssen daran glauben, dass Gott uns einen Traum gibt und dann will er, dass wir losgehen und diesen Traum verfolgen. Nelson Mandela sagte, ich habe gelernt, dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst ist, sondern der Sieg über sie. Der Mutige ist nicht der, der keine Angst hat, sondern der, der seine Angst besiegt. Wir müssen die Angst überwinden. Ich kann auch Dieter Lange, einer der besten Führungskräftetrainer unserer heutigen Zeit, zitieren. Ich verehre ihn sehr. Er sagt, der Weg aus der Angst führt nur durch die Angst hindurch. Wenn du Angst hast, vom 10-Meter-Brett zu springen, dann musst du vom 10-Meter-Brett springen. Wir müssen uns überwinden, sowie unsere selbstgesetzten Zweifel und Ängste. Wir müssen sie hinter uns lassen. Wir müssen die Angst und die Zweifel in unserem Leben überwinden. Ich liebe die Geschichte von den beiden Brüdern Angst und Zweifel, die von Haus zu Haus und von Stadt zu Stadt gingen und an die Türen der Menschen klopften. Und immer, wenn die Menschen die Türen öffneten, dann stürmten Angst und Zweifel in das Haus, plünderten es und stahlen alle Träume. Eines Tages kamen Angst und Zweifel in einer Stadt an ein wunderschönes Haus
Und sie sagten, oh, das ist ein wunderschönes Haus, so groß und der richtige Ort, um Träume zu stehlen. Was sie nicht wussten, ist, dass das Haus ihren Todfreien gehörte. Glaube und Mut. Sie klopften an die Tür und sie hämmerten an die Tür, um hineinzukommen. Öffnet die Tür. Schließlich sprang die Tür auf und Glaube und Mut standen in der Tür. Aber es war niemand zu sehen. Glaube und Mut schauten die Straße hinunter und wieder hinauf. Es war keiner da. Es war niemand zu sehen. Warum? Weil im Angesicht von Glaube und Mut Angst und Zweifel immer weichen müssen. Also, das Erste, was wir überwinden müssen, sind unsere Ängste. Das Zweite, was wir überwinden müssen, sind unsere selbstbegrenzenden Überzeugungen. Unsere Überzeugung, dass wir unsere Ziele und Träume aus irgendeinem Grund nicht erreichen können. Franklin Roosevelt, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten, sagte, die Menschen sind nicht Gefangene Schicksals, sondern nur ihres Denkens. Wenn ich meine Fans frage, warum sie denn den Traum eines Greenville-Hauses nicht verwirklichen, so ist neben dem noch fehlenden Geld fast immer die Antwort, dass sie zu alt wären. Ja, was um alles in der Welt hat denn das Alter damit zu tun, seine Träume zu verwirklichen? Was soll es damit zu tun haben? Nichts, absolut gar nichts. Und was ist nun zu alt? 30, 40, 50, 60 oder 70? Ich habe schon für so viele alleinstehende Frauen, die jenseits der 60 Jahre alt waren, gebaut. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Eine Frau, die über 60 Jahre alt war, kam vor vielen, vielen Jahren zu mir und kontaktierte mich und wollte ein Haus bauen. Wir tauschten einige Ideen aus und dann hörte ich nichts mehr. Vor 2 Jahren dann meldete sie sich wieder bei mir. Ihr Mann wäre nach kurzer Krankheit gestorben, sagte sie mir. Sie lebt jetzt allein, aber sie will sich den Traum eines Hauses von mir dennoch erfüllen und ob ich ihr nicht helfen könnte. Und ich tat es. Sie bekam eines der ersten Tiny-Häuser von uns und lebt jetzt glücklich in einem kleinen Haus mit einem kleinen Garten und einer ganz süßen Porch. Und das ist kein Einzelfall. Oder schaut euch die Geschichte in unserem Magazin von dem deutschen Ehepaar aus Florida an. Sie waren 75 Jahre alt und haben über diese weite Distanz ein Haus mit mir zusammen im Allgäu gebaut. Genau in dem Stil, den sie in Florida gewöhnt waren. Und sie waren frech genug, als ihnen die Nachbarn nicht passten, nach 2 Jahren dieses Haus für viel Geld wieder zu verkaufen und ein neues in Hamburg zu bauen. Oder schaut euch einmal diese dreifache Mutter Greta Silva an. Ich habe ihren YouTube-Kanal gesehen. Mit 60 Jahren legte sie erstmal richtig los. Sie wurde Model und Buchautorin. Und heute, mit 70 Jahren, hat sie einen erfolgreichen YouTube-Kanal. Zu jung fürs Altern. Sie ist grandios und sie ist erfolgreich. Sie ist nicht bereit, sich von ihrem Alter einschränken zu lassen. Schaut euch das einmal an. Oder ihr schaut mal mich an. Ich bin jetzt 53 Jahre alt, starte einen Podcast, einfach weil ich Freude daran habe und an die Macht eines Traumes glaube. Lass dich nicht von deinem Alter begrenzen. Wir müssen groß denken und groß glauben. Der dritte Punkt, nach Zweifeln und Ängsten und nach unseren selbsteingeschränkten Überzeugungen, ist die Gesellschaft von negativen und winzig, winzig klein denkenden Menschen. Menschen, die dir sagen, du schaffst das nicht. Unglücklicherweise befinden sich die meisten in unserem unmittelbaren Freundeskreis. Meist sind es Menschen, die uns lieben und die wir auch lieben. Diese Menschen wollen uns nicht heruntermachen oder sie meinen es auch nicht böse. Sie leiden nur an einer Möglichkeitsblindheit. Sie sagen dir, oh, der und der hat es schon versucht und nicht geschafft. Oh, in deinem Alter bekommst du keinen Kredit mehr. Oder die Kosten werden explodieren und was auch immer. Was kann man tun, wenn solche Menschen in unserem inneren Kreis sind? Was kannst du tun, wenn es Familienmitglieder sind und sie sind nur negativ? Ich antworte mit den Worten der Mutter von Schopenhauer, die da sagte, ich muss nicht unmittelbarer Zeuge seines Glückes sein. Also lerne, sie aus der Ferne zu lieben. Bei der Einweihung von Disneyland, Walt Disney war damals bereits gestorben, sagte ein Journalist zu Walt Disneys Bruder Roy, ist es nicht schade, dass ihr Bruder dies alles nicht mehr sehen kann? Roy sagte, schade, schade, er hat es doch gesehen, er hat es in seinen Träumen gesehen, sonst hätte er es nicht bauen können. Es ist genau so geworden, wie er es geträumt hat. Es gibt eine schöne Geschichte von einem Zen-Meister, zu dem sein Schüler kam und ihm sagte, Meister, kannst du mich lehren, mit geschlossenen Augen den Baum dort hinten mit Pfeil und Bogen zu treffen? Der Zen-Meister sagte, verbinde mir die Augen. Er spannte den Bogen, zielte, ließ den Pfeil los und verfehlte den Baum total. Der Schüler schaute hoffnungsvoll zu und war regelrecht enttäuscht, als er den Misserfolg sagte. Der Meister sagte, du kannst nicht treffen, wenn du kein Ziel siehst.
Wenn du also die Idee hast, ein Haus zu bauen und du redest dir ein, du bist zu alt, zu jung, du hast nicht genug Geld, dir fehlt das Grundstück, es ist zu gefährlich, du hast wenig Erfahrung, es klappt nicht oder was auch immer, dann denke an deinen Traum. Du musst es in deinen Gedanken sehen. Wenn du etwas nicht sehen kannst, wie willst du es dann erreichen? Du musst das Mögliche sehen. Du musst es träumen. Natürlich wird es auf deinem Weg auch Rückschläge geben. Es wird einige Rückschläge geben, aber ohne Prüfung kein Zertifikat. Scheitern gehört dazu. Ohne Scheitern kein Neuanfang. Glaube daran. Dein Traum hat Kraft. Ich habe in einem Buch von Willie Jolly folgende Worte gelesen, die der junge Martin Luther King von seinem Lehrer bekommen hat und die mich selbst sehr inspiriert haben und die ich mir so oft durchgelesen habe. Vielleicht inspiriert es auch dich. Es muss dir bewusst sein, dass die Tragik deines Lebens nicht darin besteht, dein Ziel nicht zu erreichen. Nein, die Tragik liegt darin, gar kein Ziel zu haben, das es zu erreichen gilt. Es ist kein Elend, mit unerfüllten Träumen zu sterben, aber es ist ein Elend, gar nicht erst zu träumen. Es ist kein Unglück, wenn man seine Ideen nicht umsetzen kann, aber es ist ein Unglück, keine Ideen zu haben, die man umsetzen könnte. Es ist keine Schande, die Sterne nicht zu erreichen, aber es ist eine Schande, keine Sterne zu haben, nach denen man greifen könnte. Nicht das Versagen, sondern das zu niedrig gesetzte Ziel lässt dich wirklich scheitern. Du musst den großen Traum träumen, denn Gott hat die Macht, das Unmögliche möglich zu machen. Meine Freunde, glaubt an die Kraft eurer Träume. Gott segne euren Traum, Gott segne euch und Gott segne diesen Podcast. Ich danke euch.